in CERN trotzdem heute hierher gekommen sind, in das Bundespresseamt Ihrer Bundesregierung. Das ist für alle, die hier arbeiten, ein ganz wichtiges Zeichen der besonderen Verbundenheit, die es immer zwischen dem BPA und dem Regierungschef ganz persönlich gibt. Ich bin sicher, es wird auch alle noch einmal neu motivieren, zu arbeiten für das, wie Sie so schön gesagt haben, öffentliche Gespräch, an dem wir ja immer für die Bundesregierung beteiligt sind. Für mich sind das logischerweise Tage gemischter Gefühle. Das kann auch gar nicht anders sein, Abschied von so einem Amt zu nehmen, aus so einem Amt zu scheiden. Das macht wehmütig, weil es ein Abschied ist von Menschen, die einem sehr lieb geworden sind und von einer Aufgabe, an der ich mit dem Herzen gehangen habe. Aber genauso stark ist für mich das Gefühl, dass dieser demokratische Übergang von alt auf neu, den wir zurzeit erleben, etwas Wunderschönes ist. Und dass diese Stimmung, der neue Elan, der damit kommt, das war für mich gestern, als ich so im Regierungsviertel ziemlich viel unterwegs war, wirklich überall mit Händen zu greifen. Und das nimmt einen aufs Neue wieder ganz stark für unsere Demokratie ein. Und es macht einem auch das Glück klar, in so einem Land zu leben. Das empfinde ich in diesen Tagen sehr stark. Danke für die freundlichen Worte zu meinem Abschied. Das ist für mich das Ende eines ziemlich langen Weges, seit Sommer 2010. Der hat sich damals für mich sehr überraschend aufgetan, dieser Weg. Die Mitarbeiter wissen es, weil ich es ihnen in mehreren Abschiedsrunden schon gesagt habe. Ich empfinde nichts als Dankbarkeit. Nichts als Dankbarkeit dafür, hier und auch als Dauergast im Kanzleramt arbeiten zu können. Diese Dankbarkeit richtet sich natürlich an die jetzt Bundeskanzlerin AD Angela Merkel und sie richtet sich genauso an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bundespresseamts. Wir haben gemeinsam vieles in diesem Haus verändert, wir haben es weiterentwickelt, wir haben es an die sich ständig verändernden Kommunikationsformen, glaube ich, ganz gut angepasst, aber diese Aufgabe wird natürlich nie zu Ende sein. Das wird immer weitergehen. Irgendwo erfindet jetzt schon jemand eine neue Kommunikationsplattform, die in 2 Jahren das heiße Ding unter jungen Leuten sein wird und wo das BPA sich dann wird überlegen müssen, können wir damit auch arbeiten, müssen wir damit auch arbeiten. Wir sind in diesen 11 Jahren, Gott sei Dank, mehr oder weniger paritätisch geworden. Und wir sind zumindest dabei, diverser zu werden. Ich glaube, da geht noch einiges mehr. Für mich war es wirklich eine beglückende Erfahrung zu merken, dass Menschen, die hier arbeiten, Lust auf Veränderung haben. Dass sie Lust haben und bereit sind, sich gemeinsam mit der Leitung des Hauses auf den Weg zu machen. Und das habe ich an vielen Themen erleben dürfen. Also dafür danke. Und diesen Dank möchte ich ganz ausdrücklich auch an Ulrike Demmer und Martina Fietz richten, mit denen es so viel Freude gemacht hat, weil uns ein toller Teamgeist verbunden hat. Martina kann heute krankheitshalber nicht da sein. Danke dir, Ulrike, und Martina weiß es. Wir haben heute schon telefoniert. Ich wünsche ihr auch gute Besserung. Sie, lieber Steffen Hebestreit, kommen viel vorbereiteter hierher, als ich es war. Es ist jetzt gerade schon angeklungen. Sie kennen Hauptstadtjournalismus von innen, Sie kennen Partei von innen und Sie kennen ein Ministerium von innen. Sie haben also alles, um hier wirklich ganz zuversichtlich antreten zu können. Und jetzt lassen Sie sich, wenn ich diesen einen Rat geben darf, noch richtig ein auf die Kollegen und Kolleginnen hier. Finden Sie heraus, wie viel die können und was die jetzt schon wieder für neue, gute Ideen haben, die Sie mit Ihnen werden umsetzen wollen. Dann wird das für Sie, wie fürs BPA, wie für die neue Bundesregierung, eine richtig gute Sache. Die schon genannte Altkanzlerin hat neulich von dem Allerwichtigsten gesprochen, nämlich von der Fröhlichkeit im Herzen, die einen auch durch schwere Zeiten und schwere Arbeit trägt. Und ich glaube, sie hatte auch darin recht. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen hier eine glückliche, eine erfüllte und immer wieder auch eine fröhliche Zeit, so wie ich sie hatte und wie ich sie für immer mit mir in Erinnerung tragen werde. Ich danke allen, ich wünsche allen alles Gute und viel Erfolg. Ja, lieber Herr Bundeskanzler, lieber Herr, da muss ich mich noch dran gewöhnen, Kanzler, Amtsminister, lieber Steffen Seibert, liebe Ulrike Demmer, lieber Herr Schäfer, ich bin jetzt der Neue. Ne? Ich erinnere mich noch sehr gut an die erste Bundespressekonferenz von Steffen Seibert, nicht
bei dem, was er gesagt hat, und ich erinnere mich natürlich daran, was ich gesagt habe. Ich bin nämlich auf ihn zugegangen und habe gesagt, ich bin der Bruder, weil ich habe einen älteren Bruder, der mit Herrn Seibert früher in einer Redaktion war. Und da Herr Seibert auch sofort erkennen sollte, wie ich so bin, habe ich ihm gesagt, ich finde übrigens, Sie haben einen ganz tollen Vornamen. Das hat ihn erstmal ein bisschen Fragen zurückgelassen. Ich hätte damals nicht gedacht, dass ich 11 Jahre später hier stehen würde, um diesen lahmen Witz noch einmal zu erzählen. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken. Ich habe ein paar Jobwechsel in den letzten Jahren, seitdem ich vom Printjournalismus gewechselt bin, hinter mir. Ich bin noch nie so gut eingenordet worden, hätte ich fast gesagt, geschult worden, versorgt worden mit Informationen, mit Ratschlägen, aber auch mit ganz viel einfach erzählen, wie es so ist, wie in diesem Job. Und jetzt haben Sie ja dankenswerterweise die Latte noch ein bisschen höher gelegt, wie gut ich vorbereitet bin. Und insofern versuche ich doch nach Möglichkeiten auch gut hinzukriegen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit hier im Hause. Ich habe das ja auf den unterschiedlichen Positionen, die ich hatte, hier schon erleben dürfen. Ich glaube, mein erster Hausausweis, hätte ich fast gesagt, Zugang, stammt aus dem Jahre 1996. Das war noch in Bonn. Inzwischen hatte ich dann viele Jahre Akkreditierung. Inzwischen ging das anderweitig gut. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich weiß, manch einer hat sich auch schon bei mir gemeldet, wie viel Veränderungswillen hier auch immer wieder ist. Dem Kanzler kann ich schon versprechen, dass er demnächst TikTok tanzen kann, wenn wir das gemeinsam entscheiden. Der Blick deutet mir an, dass wir dann noch ein paar Diskussionen führen werden. Ich freue mich jetzt auf diese Aufgabe. Ich freue mich auf Wolfgang Büchner, der zumindest so viel steht fest, als stellvertretender Sprecher hier anfangen wird. Ich freue mich auf den Kollegen oder die Kollegin, die den anderen Stellvertreterposten einnimmt. Und ansonsten blicke ich mit großem Respekt auch vor der Leistung von Steffen Seibert hier in den letzten 11 Jahren dieser Aufgabe entgegen, freue mich und ich weiß, wir werden noch das eine oder andere Gespräch führen hier im Hause, aber auch vor allem unterwegs. Vielen Dank. Sehr geehrter Bundeskanzler, sehr geehrter Chef BK, lieber Herr Seibert, lieber Herr Hebestreit, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Der heutige Tag ist etwas Besonderes. In erster Linie für Sie, Herr Hebestreit, der das Amt antritt, und für Sie, Herrn Seibert, der nach 11 Jahren das Amt übergibt. Aber auch für die rund 550 Beschäftigten des Bundespresseamtes. Von einigen Kolleginnen und Kollegen weiß ich, dass Sie heute sehr gerne persönlich vor Ort dabei gewesen wären. Corona-bedingte Einschränkungen erlauben dies bedauerlicherweise nicht. Die Veranstaltung wird jedoch live übertragen und kann an den Arbeitsplätzen und am Homeoffice oder im Homeoffice mitverfolgt werden. Lieber Herr Seibert, Sie haben sich von den Beschäftigten bereits in den Abteilungsrunden verabschiedet und Ihnen für Ihre professionelle Arbeit ausdrücklich gedankt. Heute möchte ich stellvertretend für den Gesamtpersonalrat und für die Kolleginnen und Kollegen unsere Wertschätzung Ihnen gegenüber zum Ausdruck bringen, vor allem für die Arbeit als Dienststellenleiter im BPA. Denn als Dienststellenleiter haben Sie in den vergangenen 11 Jahren auch maßgeblich dazu beigetragen, dass das BPA eine moderne Behörde geworden ist. Wir haben mit unseren Vorschlägen bei Ihnen regelmäßig ein offenes Wort gefunden, auch wenn nicht all unsere Anregungen umgesetzt wurden. Herzlichen Dank für den offenen und konstruktiven Austausch mit den Personalräten und den Kolleginnen und Kollegen, sei es in den Monatsgesprächen, den Personalversammlungen oder persönlichen Gesprächen. Wir wünschen Ihnen, dass neue Aufgaben warten, die Sie erfüllen und Ihnen Freude bereiten werden. Alles, alles Gute für Sie. Lieber Herr Hebestreit, Aufgaben und Serviceleistungen des Bundespresseamtes sind Ihnen als ehemaliger Sprecher des Finanzministeriums nicht neu. Das wird Ihnen den Einstieg erleichtern. Auch die engagierten und kompetenten Kolleginnen und Kollegen werden Sie dabei tatkräftig unterstützen. Sie übernehmen die Leitung einer modernen Behörde, die es dennoch stetig weiterzuentwickeln gilt. Digitalisierung und Flexibilisierung werden in
werden in unseren Arbeitsabläufen wesentlich effektiver machen. Dies muss gut organisiert sein. Die Personalräte sind zuversichtlich, dass Sie als Dienststellenleiter diesen Prozess ebenfalls intensiv mitgestalten werden. Ein Blick in den Koalitionsvertrag bestärkt uns jedenfalls in dieser Annahme. Für Ihre Amtsführung wünschen wir Ihnen jederzeit eine glückliche Hand. Mögen Sie immer die richtigen Worte finden, um die Herausforderungen der Zeit gut zu erklären. Verlässliche Informationen sind für viele Menschen wichtiger denn je. Für diese verlässlichen Informationen zu sorgen, möge Ihnen immer Freude bereiten und gut gelingen. Wir freuen uns jedenfalls auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit für ein modernes und zukunftsorientiertes Bundespresseamt. Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen, Herr Hebestreit, und auf Wiedersehen, lieber Herr Seibert.